Und sich die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine Kriegsallianz, angeführt von Saudi-Arabien, bombardiert auf grausame Weise seit 4 Jahren den Jemen. Sie bricht Völkerrecht, sie blockiert Hilfslieferungen und verursacht unendliches Leid. Und gerade erst haben Journalistinnen und Journalisten wieder einmal mit ihrer Recherche unter dem Hashtag German Arms beispielsweise anhand von gefundenen Trümmerteilen anschaulich dargestellt, wie deutsche und europäische Waffen im blutigen Jemenkrieg landen. Das wollten Sie von der SPD auch in den Koalitionsverhandlungen im letzten Jahr verhindern. Aber kaum war die Tinte des Vertrages trocken, wurden vor einem Jahr gleich 8 Kriegsschiffe nach Saudi-Arabien genehmigt. Denn Sie haben in letzter Minute eine riesige Hintertür in den Koalitionsvertrag eingebaut, sodass bereits genehmigte Waffen einfach weiter geliefert werden durften. Im Herbst 2018 kam dann ein Exportstopp. Darüber, wie lange der dauern soll, wurde offensichtlich jetzt lange heftig gestritten. Und jetzt kommen wieder ein paar Monate, nur befristet, hinzu, aber Bauteile an Rüstungsunternehmen in Europa dürfen weiter geliefert werden. Und die Bundesregierung will nun freundlich darum bitten, dass die Auslieferung nicht erfolgt und sich von der saudi-arabischen Regierung versprechen lassen, dass wenigstens diese Waffen dann nicht im Jemenkrieg eingesetzt werden. Aber wenn Sie ehrlich sind, ja, dann spielen Sie von der Bundesregierung doch einfach wieder nur auf Zeit und Sie hoffen, dass die entsprechenden Güter ohnehin aus technischen Gründen gerade nicht entmontiert werden. Meine Damen und Herren, diese naive und abenteuerliche Konstruktion, einen Exportstopp zu nennen, das ist schon nicht mehr Augenwischerei, das ist einfach nur extrem verlogen. Und mit Ihrem Zickzack-Kurs in der Rüstungsexportpolitik, da haben Sie einen Scherbenhaufen Sondergleichen geschaffen. Der Jemenkrieg geht weiter. Die europäischen Partner sind verärgert. Es gibt weiter Rüstungsexporte an die Kriegsparteien im Jemen, auch mit deutscher Zulieferung. Die Unternehmen selbst haben keine Planungssicherheit. Arbeitsplätze werden gefährdet und Polizei oder Zoll müssen vielleicht die weiteren bereits bestellten Schiffe kaufen, die sie überhaupt nicht brauchen. Ihre Politik sorgt gerade nur für eine Sache, nämlich für maximalen Schaden an allen Fronten. Meine Damen und Herren, Ihre Rüstungsexportpolitik, die ist aber eben auch überhaupt nicht restriktiv. Das zeigen schon Ihre eigenen Rüstungsexportberichte und die jährlichen Milliardenausfuhren an Länder außerhalb von EU und NATO. Ihre Rüstungsexportpolitik, die ist, wie es die französische Botschafterin gerade sehr treffend in einem Gastbeitrag formuliert hat, Zitat, nicht restriktiv, sondern unberechenbar, und das ist ein riesiges Problem. Ja, Herr Amthor, jetzt kommen wir mal zu den Fakten. Können wir uns gerne anschauen. Es ist nämlich ganz sicher nicht die Europäische Union, die nach mehr Waffenexporten an Diktaturen und in Kriegsgebiete ruft. Das EU-Parlament hat über die Fraktionsgrenzen hinweg schon 2016 einen Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien gefordert. Die Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen haben das unterstützt. Und von besonderer Relevanz ist doch dabei, Sie sind ja auch Jurist und kennen sich da ja gut aus, es gibt doch bereits EU-Kriterien für Waffenexporte, auf die sich alle europäischen Staaten verpflichtet haben. Und die untersagen Lieferungen in Kriegs- und Krisengebiete. Die legen Wert auf Menschenrechte. Meine Damen und Herren, wenn also nun Präsident Macron fordert, dass für den neuen deutsch-französischen Kampfjet keinerlei Exportbeschränkungen gelten sollen, dann ist es nicht die Antwort der guten Europäerin zu sagen, ach ja, ist ja super, da sind wir gerne mit dabei, sondern ein guter Europäer würde an dieser Stelle antworten, wir haben doch bereits kluge gemeinsame Regeln für Frieden, für Sicherheit und für Menschenrechte, und die sollten wir anwenden und nicht in die Tonne kloppen. Denn die europäische Zusammenarbeit, ja, als Argument für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien anzuführen, da kann man nur sagen, wie falsch und zynisch ist das denn? Aber besonders entlarvend ist diese Argumentation, weil die Bundesregierung ja sonst überhaupt keine Skrupel hat, Partnerstaaten in Europa heftig vor den Kopf zu stoßen und mit der Brechstange nationale Alleingänge durchzusetzen, da wo es ihnen nämlich passt und da wo sie das wollen. Hier ein paar Beispiele. Union und SPD haben bisher ihr politisches Kapital in Europa dafür eingesetzt, wichtige und dringend notwendige Initiativen zu blockieren. Konsequenter Klimaschutz. Die Bundesregierung streicht das 1,5-Grad-Ziel aus den EU-Beschlüssen und macht Druck für niedrige Grenzwerte beim Diesel.
Endlich eine echte Reform der Wirtschafts- und Währungsunion, damit bei der nächsten Finanzkrise nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Zeche zahlen müssen, die GroKo blockiert. Eine gemeinsame europäische Haltung bei Nord Stream 2. Die Bundesregierung verärgert alle europäischen Partner. Meine Damen und Herren, aber bei den Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien schieben Sie jetzt die EU und die europäischen Partner vor, und es wird behauptet, da muss man sich jetzt fügen. Das ist eigentlich nur eins, das ist ein Offenbarungseid über die wahren Prioritäten dieser großen Koalition. Dieses Land braucht nicht eine Bundesregierung, die für mehr Rüstungsexporte kämpft, sondern eine, die sich mehr für Klimaschutz, für Frieden, für Sicherheit und Menschenrechte in der Welt einsetzt. Vielen Dank. Ich möchte daran erinnern, wir sind jetzt in der Aktuellen Stunde. Es gibt also keine Fragen und Bemerkungen dazwischen. Und die Redezeit beträgt für alle Rednerinnen und Redner exakt 5 Minuten. Als nächster hat der Kollege Dr. Joachim Feig.